Kennst du das Gefühl, dass es dich einfach woanders hinzieht? Doch sobald du darüber ein zweites Mal nachdenkst, haben sich die Gedanken zerschlagen. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ich war schon auf der Fähre, als ich anfing, genauer darüber nachzudenken. Manchmal muss man einfach durchziehen. Ob es eine gute oder schlechte Entscheidung war, kannst du später entscheiden. Doch der Unterschied ist, dass du die Erfahrung gemacht hast. Ich lebe jetzt auf einer Insel. Wie lange ich hier wohnen bleibe, weiß ich selber noch nicht. Aber ich habe es schon mal geschafft, meine Komfortzone zu verlassen, um neue Horizonte zu entdecken. Ich habe mich dazu entschieden, wegzuziehen, um Neues zu erleben und der Alltagsroutine zu entkommen. In einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst, die Kultur dir noch fremd ist und die Gewohnheiten anders sind, hast du jeden Tag neue Challenges. Ich bin hier komplett alleine und genau das gibt mir den Antrieb, rauszugehen, um neue Personen und Charaktere kennenzulernen. Für die bisherige Unterstützung. Ich wohne hier erst seit 4 Monaten. Allerdings merkt man daran, was für Gewohnheitstiere wir Menschen sind. Man muss sich jeden Tag erneut bewusst machen, was man für ein Glück hat, diese Chance zu haben. Ich bin mir bewusst, dass sich das nicht jeder leisten kann. Allerdings bin ich auch stolz darauf, Unternehmen aufgebaut zu haben, die ich von jedem Fleck auf der Erde betreiben kann.